Pierre-Alain Grichting, Verwaltungsratspräsident von der Walliser Kantonalbank. Wie seid ihr zufrieden mit den Zahlen von 2018? Sehr zufrieden, die Zahlen sind sehr positiv. Wir haben eine Steigerung von über 3 Millionen im Resultat. Wir haben über 20% Steigerung im Aktienwert. Es ist ein sehr positives Jahr und die Kosten im Griff, euer wesentlicher Bestandteil. Ihr seid jetzt knapp seit einem Jahr im neuen Amt als Verwaltungsratsresident drin. Wie ist euch der Einstieg gelungen? Der Einstieg ist gut gelungen. Es ist sehr viel Zeit, die wir dieses Jahr ich investiert habe. Aber das ist auch normal. Ich bin schon das zweite Jahr dabei. Ein Jahr war ich im Verwaltungsrat. Aber ich durfte die ganze Region besuchen, die Leute sehen. Und das Resultat ist eine Sache. Also die Qualität ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Jahr. Ich kann auf einen sehr kompetenten Verwaltungsrat zählen und auf eine operative Geschäftsleitung mit sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wo wollt ihr jetzt Akzente setzen? Das Wichtigste für uns wird sein, in die Richtung weiterzugehen, dass man immer wieder Schicht steigern kann, in der Quantität, aber auch in der Qualität. Wir sind sicher auch gefordert in der ganzen Thematik Kundennähe. Wir haben ein schönes Portfolio an Kunden, wir sind über 500 Millionen gewachsen. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit von unseren Entscheidungen, da müssen wir schneller werden. Wir auf der anderen Seite haben wir die Nähe, also mit den Geschäftsstellen und die Digitalisierung. Und der letzte Punkt, ganz zentral, wir stehen vor einem ganz grossen Generationenwechsel in der Bank. Und da werden wir gefordert sein, wirklich die richtigen Frauen und Männer zu motivieren, Funktionen zu übernehmen mit Verantwortung. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Im vergangenen Jahr macht die Alco-Pharma-Affäre rund um euren Vorgänger Jean-Daniel Papillon Schlagzeilen. Außerdem hat die Bank mehrere Angestellte entlassen, weil die Kundengelder unrechtmässig betrieben haben. Ja, wie gross ist da der Image-Schaden für die Bank? Gut, ich denke, zwei Sachen müssen wir trennen. Wenn man die Mitarbeiter nimmt, sind Kassiers und einmal Vermögensverwaltung sind die Kassiers. Das sind Sachen, die über zwischen 8 und 10 Jahren zurück sind, aber erst jetzt entschieden worden ist. Die hat man jeden Franco hat man zurückbekommen im Interesse von der Bank, der Kundinnen und Kunden, aber sicher nicht positiv. Der letzte Fall, den wir in der Vermögensverwaltung hatten, da sind wir voll dran. Also das ist strafrechtlicher Fall und das Dossier Algo Pharma hat der Bank sicher nicht geholfen, aber das Resultat zeigt, dass Kunden vor allem die Nähe mit ihren Kundenberaterinnen und Kundenberatern, das ist matchentscheidend und das Vertrauen in die Bank, das ist absolut da. Aber es gibt sicher schönere Sachen als das, was wir das letzte Jahr teilweise haben müssen machen. Die UBS verwaltet im Wallis Kundengelder von rund 20 Milliarden Franken. Die Raiffeisenbank ist momentan vor allem im Hypothekargeschäft ziemlich stark. Ja, spürt ihr da den Atem von der Konkurrenz im Nacken? Der hat man in jedem Business, aber wir sehen, dass wir als Bank ganz ein wichtiger Akteur sind in diesem Kanton. Wir zahlen euch über 57 Millionen Steuergelder zurück in diesem Kanton. Wir sind wichtige Ausbildner und ich sage Mitbewerber, die beleben, da schlafen wir nicht ein. Und wir haben eine ganz starke operative Truppe mit motivierten Leuten vor Ort. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Also die anderen Mitbewerber machen euch sehr einen guten Job und wir probieren besser zu sein. Hat der Brexit jetzt einen Einfluss auf eure Geschäftstätigkeit? Im Moment nicht, aber ich glaube, die Entscheidungen mit dem ganzen Thema Euro, Schweiz dabei, Schweiz nicht dabei, was mit dem Brexit geht, vor allem auch mit der internationalen Kundschaft, wird das einen Einfluss haben. Jetzt der grösste Aktionär von der WKB ist der Staat Wallis. Ja, da gibt es auch kritische Stimmen, wie zum Beispiel vom Ökonom Thomas Gsponer, der fordert, der Staat sollte sich von der WKB zurückziehen. Ja, was sagt ihr da dazu? Ja, ich tue was der Thomas Gsponer sagt, nicht kommentieren. Er hat sich sicher noch Gedanken gemacht. Ich sage heute, wenn du Aktionär bist von der Walliser Kantonalbank mit über 20% Steigerung in einer Aktie und das nicht erstes Jahr, hast du sicher sehr ein gutes Investment gemacht. Auf der anderen Seite ein weniger hoher Anteil ist an denen zu diskutieren, was das entscheidet. Das sind nicht wir als Bank. Wir haben mit dem Kanton einen hervorragenden Partner und die Bank auf der Gegenseite tut seit Jahren sensationelle Resultate abliefern und wirklich auch das zurückgeben, die Walliser Wirtschaft. Der Entscheid müsste die Politik treffen und nicht wir als Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung von der Kantonalbank. Wie sieht auch die Prognose für das Jahr 2019 für die Walliser Wirtschaft aus?
Ich sage auch verhalten optimistisch. Wir haben einen sensationellen Winter gehabt, aber der Winter ist sehr lang, aber die Leute machen einen hervorragenden Job. Ich habe viele Erder wieder Leute gesehen, was das Gesicht lacht, wenn man so schön sagt. Also das ist positiv. Wir haben, wenn wir das Oberwallis nehmen, die grosse Investition in Fisch mit der Lonza, aber auch Bioark und so weiter. Also ich bin positiv, aber wir müssen verhüt sein. Bankenwesen in der Schweiz hat in den vergangenen Jahren immer wieder Reglementierungen bekommen. Ist das langsam zu stark? Ja, alles, was Reglementierungen sind, ist immer mit Cash in Verbindung. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen. Vor allem mit der Idee des Swiss Finish immer noch den Zacko drauflegen. Aber auf der anderen Seite sind das Sachen, die aus irgendetwas uns gemacht werden. Aber weniger ist sicher mehr. Eine abschließende Frage. Der Tourismus im Wallis ist sehr wichtig. Viele Akteure beklagen, und was sich die Bank, also die Walliser Bank, Walliser Kantonalbank, zu wenig im Tourismus engagieren. Ja, was sagen ihr da dazu? Wir sind sehr ein starker Partner im Tourismus, wie in allen anderen Geschäftsbereichen. Es ist ganz klar, dass die Erwartungshaltung immer grösser ist. Wird. Aber nachher gibt es auch von Seiten Regulator, gibt es einfach Auflagen, die müssen erfüllt werden. Aber wenn ich kehre die Kritik natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Aber ich glaube, für uns ist wichtig, dass die Wand die richtige Richtung geht. Und darum haben wir einen Häufen, dass wir da ein Partner sein können. Und wir sind mit einer grossen Prozentzahl Partner im Tourismus und werden auch in Zukunft die Rolle spielen.